Mahlzeit, ich bin's, euer Speedy. Heute mal ein klitzekleines Fazit zu meinen Reifen. Ich habe jetzt vor über einem Jahr die Schwalbe Marathon Plus Tour aufgezogen. Und jetzt wird es langsam mal Zeit, nach fast 3000 Kilometern da mal eine Kleinigkeit zu sagen. Zuzusagen. Nach dem Intro geht's los. Da bin ich wieder an meinem Client. Hier haben wir jetzt immer noch die Schwalbe-Reifen drauf. Und ihr seht, das Profil schön dreckig, war wieder mal im Wald mit dem Ding. Schwalbe Marathon plus Tour. Den ich wirklich überall fahre. Den habe ich bei Schnee gefahren, den habe ich bei Schlamm gefahren, den habe ich auf dem Bergmannweg gefahren. Ich zeige euch gleich Bilder. Richtig cooler Reifen. Und nur mal so ganz kurz am Rand, ich fahre mit meinem Trekkingrad. Und das ist echt krampfig hier. Da geht es, wie glitschig das hier ist. Jetzt, wie gesagt, ich glaube 3000 oder über 3000 Kilometer hat er jetzt runter. Also ich glaube, das ist das Ideale für mein Fahrrad. Besser geht das, glaube ich, gar nicht bei dem E-Bike hier. Ich habe nicht einen einzigen Platten gehabt. Ich bin wirklich auf Schlamm in Steinbruch mit dem Ding durch die Gegend gefahren. Also ich glaube, einen besseren Reifen gibt es nicht. Eventuell könnte der neue Reifen von dem Rennrad der Schwalbe Marathon E Plus. Ja, da haben wir den drauf. Ich meine, dieses Fahrrad ist sowieso mehr ein Trekkingrad, als es ein Rennrad ist. Im Prinzip ist es ein Trekkingrad mit Rennradlenker. Da ist ein Nabendynamo drin. Und ich finde, das sieht doch hier richtig cool aus. Der fühlt sich voll gut an. Und ich denke, das wird genau meine Klamotte sein. Tja, jetzt sind wir wieder so gut wie in Kopenbrügge. Es kommt noch ein kleines Stückchen hier, noch mal ein bisschen Offroad. Die Reifen fahren sich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Fühlt sich besser an als bei den G1. Sind super spurstabil, habe ich ja, glaube ich, eben schon gesagt. Und hier auch auf der Pampe und da oben, wo wir gerade von Hemdorf Heide da runtergedonnert sind, haben den guten Job getan. Habe ich nicht anders erwartet. Der Schwalbe Marathon E Plus hat sich genauso spurstabil dargestellt wie der Schwalbe Marathon Tour. Und ich weiß nicht, ob ich für die nächste Saison oder für nach dem Schwalbe Marathon Tour da nicht auf den E Plus gehen sollte, weil der E Plus ist definitiv ein Reifen, der sich leichter fährt, der weniger Rollwiderstand hat und genauso stabil dabei ist. Ja, wir werden mal gucken, wie sich das so weiter gestaltet und wie es kommen wird. Auf jeden Fall habe ich jetzt an dem Schwalbe Marathon Tour noch für diese Saison genug Profil und werde ihn auch auf meinen Radreisen weiterfahren. Der könnte eventuell mal eine Alternative sein. Mit dem Gravelbike bin ich jetzt auch schon gute 250 Kilometer gefahren. Der Reifen fährt sich, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser als der Plus Tour. Er ist etwas dünner in der Variante, die ich da drauf habe, und er scheint auch ein bisschen schneller zu sein. Das werden wir aber eventuell mal testen. Wie gesagt, hier habe ich ja auf dem Giant immer noch den Plus Tour drauf und der wird diese Saison auch noch ganz locker durchhalten. Ich werde den
weiterhin drauf behalten. Ja, alle von euch, die mich schon eine Weile verfolgen, wissen ja, dass ich ein absoluter Schwalbe-Fan bin und diesen Schwalbe-Marathon in jeglicher Form mag und gut finde. Und das spielt fast keine Rolle, ob es der normale Marathon ist oder der Marathon plus Tour. Oder der ganz neue, die neueste Variante von dem Marathon, das ist ja der E-Plus, der optimiert ist für E-Bikes, eine super Laufeigenschaft haben soll, den höchsten Pannenschutz haben diese Marathonreifen ja sowieso, wenn ich die als Plus-Variante nehme. Also von daher bin ich ein absoluter Fan der Marathonreifen von Schwalbe. Und der Tour Plus mit seiner hohen Traglast, genau wie der E-Plus mit seiner hohen Traglast, die ja für E-Bikes optimiert sind, werden immer wieder auf meine E-Bikes kommen. Ich kann diese Reifen nur empfehlen. Beim nächsten Reifenwechsel würde ich für mein Giant E-Plus 1 wahrscheinlich dann auf den Schwalbe Marathon E-Plus gehen, weil der einfach noch ein bisschen leichter läuft. Der Schwalbe Plus Tour ist ein Reifen, der wirklich überall funktioniert. Den habe ich im Winter gefahren bei Schnee, den fahre ich bei nass, den fahre ich bei kalt, den fahre ich bei heiß, den bin ich im Sauerland gefahren und werde ihn auch im Sauerland wieder fahren. Also das ist ein sehr schöner, sehr zuverlässiger Reifen. Ich habe mit diesen Reifen, die haben alle einen Pannenschutzfaktor 6, glaube ich, da geht nichts durch. Ich habe mit diesen Schwalbe Marathon-Reifen, egal welcher Bauart der war, bis jetzt noch keine Probleme mit Panne oder mit vorzeitigem Verschleiß oder schlechtem Fahrverhalten gehabt. Ja, das ist das, was ich euch zu den Schwalbe Marathon Plus Tour und E Plus sagen kann. Ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos und mir bleibt nur noch, euch das allerbeste zu wünschen. Wir sehen uns in irgendeinem meiner anderen Videos. Bis dahin dann ciao, ciao, bye, bye und see you soon. Einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich drüber freuen. Alles klar, melde mich ab.